So, meine lieben Zuschauer, hey. Oh Mann, ey. Ich begrüße euch wieder zurück zu Pokémon Stadium 2. Erstmal so auf die normale Art zum 62. Part, nicht wahr? Es wird Zeit, das Finale des Meisterwahlkampfes zu machen, aber ich werde den Part heute für was ganz anderes nutzen, als er jetzt sein sollte. Voll episch und so. Weil, sag mal ehrlich, wir schaffen es sowieso. Ein Minispiel hat sich noch jemand gewünscht. Ich werde aber noch mehr Minispiele ranhängen, um mich ausreichend über ein Thema beschweren zu dürfen. Denn, ich weiß nicht, die meisten, ich denke viele, werden sich noch an, ich weiß nicht, ist das noch nicht mal ein Jahr her, oder? Noch nicht mal. Ich möchte wetten, dass es noch nicht mal ein Jahr her ist. Da hat der YouTube hier New Channel Design, ne, das neue Kanaldesign eingeworfen hier, wo wir, also vom alten, ganz alten zum mittelneuen, ich drück's mal so aus. Und da ging's ja dann auf folgendes Problem, dass die Transparenz fehlte und so, der ganze Kram. Es wurde alles unübersichtlicher, die Kanalkommentare sind in irgendwie die hintersten reingerutscht, weswegen ich überhaupt gar keine Kanalkommentare mehr habe. Ne? Schon seit Wochen kommt manchmal keins mehr, aber sei mal ehrlich, das brauchen wir auch nicht. Wenn man einen Chat hat und die Leute schreiben, da ist das gut. Immer wieder versuche ich mich auch dran zu beteiligen. Das wurde jetzt halt noch mehr erschwert, denn seit dem 5.6., das muss jetzt Adam Riese seit 1, 2, 3, 4, keiner, ich glaube seit 3, 2, 3, ich weiß nicht, welche Datum haben wir heute? Seit ein paar Tagen auf jeden Fall der Fall sein. Und ich weiß nicht, ich habe natürlich bei anderen Let's Playern, bei anderen Kanälen, ne, da gab es ja schon bei manchen, die haben mir mit dem Kanal schon ein bisschen vorgezeigt. Ich sollte mir endlich mal Pokémon aussuchen, nicht Idiot. Coole Pokémon, ganz by the way, sieht geil aus, muss man ehrlich zugeben. Frage ist direkt da, was nehme ich denn da? Das ist ja richtig übel. Ah, man, ich hab schon so eine Vermutung. Auch da ein Hytera, aber zu Recht ist ein geiles Pokémon. So, da könnte ich ziemlich gut rocken. Da wird es mir auch noch was bringen. Das wäre auch noch ganz nett. Ich glaube, ich würde es gerne erstmal so machen, das mir in der Hinterhalt halten und das als Grande Finale. So, Leute! Und ich weiß nicht, ich habe mir das neue Kanaldesign hier, das, wo man nur noch den Banner hat, komplett ohne Kanalhintergrund angeguckt. Und ich habe es bei einigen doch als nicht so, also das war lustig, ne? Als damals das alte, das ist nur mittelneue, das was ich jetzt eigentlich aktuell vor ein paar Tagen noch hatte, als ich das gesehen habe, da dachte ich direkt, ist ja ätzend, das ist ja irgendwie, fehlt mir so viel Farbe und fehlt die ganze Transparenz. Und da konnte man schön wirklich jedes Video immer vorne auf der Startseite auf dem eigenen Kanal immer abspielen und musste nicht immer auf die Videoseite dazu gehen, was sowas eigentlich auch günstig ist, weil die Leute wollen auf deinem Kanal bleiben, weil sie vielleicht, ja, weiß ich nicht, mal zwei Tage nicht da waren, zwei, drei Videos gucken, immer schön durch den Kanal die Videos zappen, war ideal. Und dann kam das neue und das hat total tot, ja, hast du halt auch ein Video dazu gemacht, wie ihr euch überhaupt damit auf dem Kanal zurechtfinden könnt, dass man halt auf dem Kanal bleiben kann, wenn man halt mit eurem Mausrad einen Klick ausführt und das auf einen Link eines Videos, dann geht ein neuer Tab mit dem Video auf. So müsst ihr meinen Kanal nicht verlassen und könnt ein neues Video aufmachen. Das habe ich ja damals in diesem Video erklärt halt und so, wie ihr so möglichst gut auf meinem Kanal bleiben könnt, ohne ständig irgendwie von irgendwelchen anderen Sachen abgelenkt zu werden. Habt ihr vielleicht direkt so aufgeklickt, ja, dann müsst ihr vielleicht nochmal zurückgehen, dann muss der Screen nochmal neu laden. Lass mich lieber, ich mache einen neuen Tab auf, schließe den Tab und bin wieder auf dem Kanal, kann weitergucken. So verändert sich da auch nichts. Und so muss man nicht ständig hin und her laden, das ist ja auch irgendwie ein bisschen aufwendig für die ganze Geschichte. Und das war wirklich total umgekehrt zu dem, was... Oh, ja, ich treffe mit Rückstoß, bla. Ist total Unterschied zu dem, was sich jetzt ereignet hat, weil das alte Design halt tot gehasst. Und als ich dann hatte, habe ich mich so gedacht, ja, ein paar Wochen später hast du dich sowieso dran gewöhnt. Also habe ich nicht gedacht, ist einfach so gewesen. Nach ein paar Wochen hatte ich mich einfach dran gewöhnt, ja. Auch die Views waren ja nicht mehr so schlecht. Es gab zwischendurch die stabilsten Werte, gab es auf diesem Design, ja. Und jetzt muss ich ja seit zwei, drei Tagen, also wie gesagt, von dem neuen Design jetzt halt gedacht, oh, naja, gut, da kannst du unten durch die Playlists klicken, das finde ich ganz nützlich eigentlich. Und dass man halt differenzieren kann zwischen Autoplay für, also habe ich nur so ein paar erste Informationen gelesen, die da revealed wurden. Warum benutzt du Capoeira gegen Flug-Pokémon, du Fotze? Du bist doch voll dumm. Pierce right through! Bam! Gut, ich lasse Pokémon jetzt mal nebenbei, weil ich mich da ruhig jetzt wirklich aufregen will. Und wie gesagt, ich fand es von Anfang an, ja. Oh, okay, ich weiß, warum er es macht. Oh, fuck! Okay, das war äußerst effektiv. Da hat er mich ganz effektiv ausgekontert. Haha, was denn das Wort ist. Aber gut, nichts, was ich jetzt irgendwie umbringen muss. Oh, mir fällt jetzt ganz nebenbei auf, dass ich eine extreme Kampfschwäche in meinem Team habe. Ist Capoeira schnell? Das weiß ich doch jetzt gerade wirklich nicht. Mann, das ist aber auch nicht meine Pflicht.
Gut, und bei dem neuen Design, ja, dachte ich erst so, oh, ne, wird ganz gut. Da konnte man halt zwischen dem Autoplay für Nicht-Abonnenten und Abonnenten differenzieren. Fand ich ganz interessant. Also, wie gesagt, die ein paar erste Informationen, die ich gelesen habe, waren natürlich bestimmt nicht vollständig. Denn jetzt, seitdem ich es wirklich selber nutzen darf, fällt mir auf, dass irgendwie meine eh schon extrem wenigen Views, ja, ihr wisst, ne, meine Views sind nicht sehr viel immer. Und die kacken ja jetzt ja noch mehr übel ab. Und da dachte ich so, alter Schwede, ich habe so mit anderen YouTubern verglichen, die das Design halt schon haben. Da hat man dann gemerkt, ja, ein paar Grator. Das kannst du gerne machen, Kollege, das nutzt ja rein gar nichts. Oh, Earthquake, okay. Erdbeben, nett, könnte ganz schön Schaden machen, weil Impagators maximaler Punkt liegt in der physischen Offensive. Und dann, na klar, du bist doch ein Arschkeks, aber selbst das zieht nur die Hälfte ab. Ja, Kollege, da habe ich aber schon Besseres gesehen. Was? Und, nee, an der Stelle muss ich ehrlich sagen, ich find's kacke, ja? Ich meine, was soll denn der Rotz? Jetzt habe ich's drauf, die Views gehen total scheiße ab, ja? Rechts in der Liste wird auf jedem Kanal immer automatisch, die kann man zwar auch abstellen, da werden Kanäle empfohlen, die möchte ich gar nicht empfehlen, ja? Da steht dann drinnen, kannst du deaktivieren? Ich sagte, die Kanäle will ich gar nicht empfehlen. Ich meine, nicht, dass ich den nicht gönne oder so, aber ich überzeug damit, ist doch nur unnötiger Platzverschwendung. Da möchte ich da lieber irgendein anderes Feature dahin machen, was nützlich ist. Zum Beispiel ein Instant-Chat oder so, was echt mal wirklich eine hilfreiche Funktion wäre. Sachen, die fortschrittlich sind, was man sich vorstellt, was auch der Community mal nutzen kann, ne? Der Kommunikation zwischen, ja gut, ich sag mal, an der Stelle, der letzte Player, kannst du auch jeden anderen Video, egal ob Vlog oder sonst da, wen hinstellen. Wirklich irgendwas Nützliches dahinstellen, aber irgendwie, wenn ich es wegmache, steht da ja, wenn sie die anderen, also natürlich normal, die Partner kenne ich schon immer da, das ist, will ich auch gar nicht ändern, sind meine Freunde und Leute, die gerne, wo ich gerne die Videos gucke und von daher will ich das gar nicht ändern. Pff, warum sollte ich? Aber, ganz ehrlich, ich muss sagen, dass ich da unten die Leute habe, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Da hätte ich eine bessere Funktion mehr erwartet. Und halt, wenn man die wegklickt, steht halt eben da ein Hinweis, dass man, wenn man diese Kanäle nicht promotiviert, also die da drinnen lässt, dann kann man auch selbst auf anderen Kanälen nicht gezeigt werden. Ist ja irgendwo ein fairer Gedanke, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, weil ich habe mir das mal wirklich bei jedem Let's Player so durchgesehen, was für Kanäle werden dann empfohlen. Ja, die haben alle über, weiß ich nicht, weit über 50.000, teilweise über 100.000, teilweise über Millionen Abonnenten. Aber ich sag, wo stehe ich denn? Wo werde ich denn mal vorgestellt bei anderen Leuten? Ich glaube nicht, dass ich da irgendwo bei anderen drinne stehe. Und an der Stelle möchte ich mir an der Stelle deswegen einfach nur sagen, ey Leute, warum? Es wird alles nur darauf abgezielt, irgendwie die ganz großen YouTuber, die das große Geld reinbringen, immer möglichst hoch zu pushen, egal ob das Abonnenten oder Views sind. Das hat man schon damals mit der neuen N- oder Startseite gemerkt. Da werden mir irgendwelche Videos von euch im Pimmel empfohlen, von englischen Videos, die ich entweder schon kenne, die mir immer wieder angedreht werden. Oder von Videos, die mich wirklich interessieren. Da steht denn völlig zusammenhangslos irgendein Bullshit von wegen, ja, sie haben ein Video gesehen, wo jemand spielt. Ja, jetzt möchten sie bestimmt auch dieses Video sehen, wo ein Hund eine Katze fickt. Ich sag, was interessiert mich so ein Rotze? Alter! Das schießt echt so. Also, ich bin ja echt nicht stumm, ja, ihr kennt mich, ich bin eine totale Labertasche. Ich kann faseln noch und nicht, aber bis der Mund fusselig wird, ist mir scheißegal. Aber an der Stelle musste ich sagen, ich war echt stumm, ja. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, ganz ehrlich. Was ist denn das für eine Kacke? Das ist ja der übermäßigste Bullshit, den man sich da... Ja, los, verreckt doch mal ehrlich, dauert ein bisschen zu lange für meine Verhältnisse hier. Hier ist Schutzschilden. Vielleicht funktioniert es normal. 50%. Yeah, it's lucky. Tschüss, du Impi, Dingsbums, Gator. Hytera ist einfach nur immer. Und nee, an der Stelle muss ich wirklich sagen, finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Diese angebliche, ja, dass man sich aussuchen kann, haha, daneben, ja, dass man sich angeblich aussuchen kann, ob man Autoplay für Abonnenten oder einzeln dann auch für Nicht-Abonnenten aktivieren will, hat sich anders rausgestellt. Ja, man kann jetzt für Abonnenten gar kein aktives Video mehr machen. Nicht mal bei eins, was groß, halbwegs groß angezeigt wird, nee. Da steht nur ein empfohlenes Video, das ist eins, also ihr kennt doch diese In-Video-Programme, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die ersten Videos, ich glaube ungefähr die erste Minute des Videos ist das, zurückspult, dann seht ihr oben rechts im Video immer meinen Avatar und unten links ein von mir empfohlenes Video, das versuche ich immer dem nächsten Mal zu wechseln, das ist meine erste Part.
gerade von irgendeinem Let's Play. Dazu rückt mir mal schon fast per hier Zufallsprogramm außer da ich so, oh, Let's Play, komm, machst du mal eine Woche den ersten Part da rein. Und dennoch vier andere Videos, die man sich aussuchen kann, die aber auch überhaupt in keiner logischen Reihenfolge stehen. Rechts danach stehen denn die ganzen drei neuesten hochgeladenen Videos, also da, wo meine letzte Aktivität drin ist. Und unten drunter denn die ganzen Playlists, die gesamten Uploads, wo noch mehr als drei der letzten Uploads findet, falls man vielleicht mal länger beim Kanal nicht drin war, da findet man dann auch zur Not mal 6, 7, 8, 9 oder so der letzten hochgeladenen Videos, auch wann die hochgeladen wurden. Und ja, na gut, ist ein Feature, mit dem konnte ich leben. Man kann da viele Videos finden, man kann viele Playlists direkt verlinken. Mach Mania. Erstmal ein Hack, McKinney mal gelesen. Also hier diesen großen Video, ihr wisst ja wenig mehr. Hat aber schon jeder auch schon mal gesehen. Und in dem Punkt, irgendwie, muss ich sagen, ist es komplett umgekehrt. Ja, das alte Design, diese mittelalte Design, obwohl uns die Transparenz vom alten, ganz alten Design und die ganzen schönen, wirklich Übersicht, die Kanal, waren dann wirklich die Kanalkommentare auf der ersten Seite, die Kanalbeschreibung war auf der ersten Seite, die ganzen Uploads und plus Playlists konnte man immer hin und her switchen dazwischen, ohne dass der ganze geschissene Screen, die ganze scheiß Seite, der gesamte Kanal nochmal neu geladen hat, was immer, finde ich, bei langsamen PCs, gerade mich jetzt immer mächtig Zeit kostet, weil so eine Seite mal neu zu laden kostet immer ein paar Sekunden, dann machst du am Tag mal ein paar hundert Mal, hast du schon 10 Minuten mit den Ladenzeiten verbracht, das ist ja auch noch nicht so das Grüne vom Ei. Übrigens, cooles Team hat mein Gegner hier, entspricht ein bisschen dem meinen. Allerdings kann er schon mal keinen Dragonier doppelt und einen Despotan doppelt einsetzen, aber ich habe auf jeden Fall ein Pokémon, was hier auf jeden Fall gut funktionieren sollte. Was ich auch glaube gerne nehmen würde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, davon gibt es viele physische Pokémon. Will ich da wirklich Nami mitnehmen? Hab schon überlegt, eigentlich bis auf Glurak. Könnte auch Sheroxas gut sein. Ich glaube, ich würde an der Stelle gerne mit dir anfangen. Mit dir weitermachen. Und dich noch mitnehmen. So, mein Finalteam. Gucken wir mal, was wir gegen den Maniac ausrichten können. Und wie gesagt, war Kotalmik hat beim alten Kanal halt erst verflucht und dann halt mich dran gewöhnt. Beim neuen muss ich sagen, da halt davon ist es erst in Ordnung. Da wurde mir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, wenn ihr regelmäßig auch selber Videos hochladet, dann habt ihr bestimmt mitbekommen, dass ihr euch jedes Mal, wenn ihr früh oder frühen Nachmittag oder Mittag oder Nachmittag, sonst war eine online gegangen seid, stand aber viele Tage in denn die automatische Durchführung dieses Updates durchgeführt, also in wie vielen Tagen automatisch das Update auf dem neuen Kanaldesign durchgeführt wird. Der Changelog erstmal ist mir egal. In dem Fall würde ich sagen, der Changelog wahrscheinlich auf dem Pokémon, was ich nicht so cool finde. Und das, ja, das habe ich mir gedacht. Ja, Kollege, da bin ich ja gespannt, was du da vorhast, ne? Surfer ist natürlich jetzt richtig scheiße geworden. Hätte ich voraussehen sollen, dass er wechselt und vielleicht einen Eisstrahl einsetzen können, habe ich leider an der Stelle nicht gemacht. Aber ich glaube auch nicht, dass Seedra King mir in irgendeiner Art die Stirn bieten kann. Denn Eisstrahl neutralisiert sich, Drache effektiv, Wasser nicht effektiv. Egal. Und in diesem Totalmöglichkeit zeigt das Kanal Design neu. Fühlt sich jetzt scheiße, weil du siehst, vorher haben sie halt, wie gesagt, gefragt, ja, wenn sie sich in so und so vielen Tagen nicht dagegen entscheiden, werden automatisch das Update durchgeführt. Da haben sich ganz viele. Fuck off. Bist du ein Nazi, Alter. Also nicht ernst nehmen, ne? Ist nicht böse gemeint. Wer in der heutigen Zeit noch so denkt, der hat doch irgendwie einen Schuss an Eumel gekriegt, aber einen heftigen Schuss an Eumel gekriegt. Oder wurde als Kind bei der Geburt irgendwie ein bisschen, naja, vernachlässigt. Ich weiß ja nicht. Egal, vergessen wir das, ich will jetzt hier gar nicht rassistisch wirken oder so. Denn irgendwo brauchen wir sogar die Idioten ihren Platz im Leben, leider. Drachenkraft, Feuer oder mehr kannst du von mir aus gerne machen. Schwarzer Babs, Barn und so. Ja, das finde ich natürlich nicht so geil. Ist aber auch immer noch eine Sache, die ich verkraften kann. Aber ich weiß nicht, was momentan aussieht, finde ich echt nicht so proppe. Die Views gehen brutal zurück, ja. Ich habe immer diese komischen extra empfohlenen Kanäle. Ich würde gerne, wenn einer mal irgendwo, ihr guckt ja bestimmt noch andere YouTube-Kanäle, werdet ihr nicht nur bei mir rumhocken. Autsch, das tut jetzt ganz schön weh. Jetzt muss ich eine Erholung machen, weil dann werde ich die Paralyse auch gleich los. Also sollte mal irgendeiner bei euch mal meinen Kanal in, also da stehen wirklich die Partnerkanäle immer da, ne? Das sind immer die obersten paar. Und dann steht da die ähnlichen Kanäle. Müsst ihr ganz genau gucken. Und solltet ihr irgendwann mal bei einem YouTuber genau sehen, dass da ich stehe, dann nehme ich auch alle zurück, behauptet das Gegenteil. Sag gut, wenn ich bei anderen auch einmal ab und zu drin stehe, halt kein Problem damit, auch mal andere, die ich überhaupt gar nicht kenne. Alter, auf dich selbst zu kloppen. Das ist dumm. Das ist wirklich dumm. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Komm schon, Mana Erholung.
Und nee, an der Stelle muss ich sagen, wenn ihr, irgendwo da, wenn ihr mal irgendwo ihn seht und da werde ich empfohlen, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, dann nehme ich alles zurück, überhaupt das geht. Boah, 13 Karpe, jetzt mach Erholung endlich, Alter. Wenn die Verwirrung könnte langsam echt mal vorbei sein. Komm schon. Jawoll, geht doch. Und schwut, schön, voll geheilt. So. Die Minzbeere schützt mich jetzt ganz auch effektiv. Verwirrung läuft immer noch, dürfte aber jetzt vorbei sein. Es ist nicht mehr verwirrt. So, jetzt kommt ein Eisbeam und den kriegst du ab, Kollege. Bam, tschüss, down. Und, naja, wie gesagt, da könnt ihr mir mal irgendwann eine Perle schreiben, wenn ihr mich mal da irgendwo in den ähnlichen Kanälen seht. Nicht in den, die jemand freiwillig verlinkt, die man sich aussuchen kann, sondern in den ähnlichen Kanälen. Die kann man nämlich nicht regulieren, da kann man sich niemanden aussuchen. Die werden einfach willkürlich, unwillkürlich hingeschmissen. Despota, cool, episch. War auch ein Pokémon, was ich eigentlich schaffen sollte, genauso wie Glurak eigentlich. Ins nächste Proppe. Die Aufrufe gehen zurück. Gut, die Kanalkommentare sind jetzt wieder eine Nummer früher. Da zum Beispiel, ja, ihr kennt meinen kleinen Kanalchat, ne? Das ist ja durch, leider durch ein Passwort gelenkt. Weiß gar nicht, wer das eingesetzt hat. Ich achte auch gar nicht mehr drauf, weil ich so ein bisschen gerade outraged bin, muss ich ehrlich sagen. Und das fuckt dich so ein bisschen ab, weil die ganze Kanalbeschreibung, die stand vorher oben rechts, da konnte man immer aufklicken, ohne dass eine neue Kanalseite geladen wurde, konnte sich immer die ganze Kanalbeschreibung runterziehen, da stehen meine ganzen aktuellen Let's Plays drin, mein Spruch, mit dem ich meine Let's Plays präsentiere, ne, der Vergleich mit dem Essen, ihr kennt den Satz vielleicht, jetzt sind wir mal auf dem Kanal, das muss man da auf über uns klicken, das ist in dem Raster bei Videos irgendwo dabei, ganz rechts. Und da findet man erst die Verlinkung und die Kanalbeschreibung. Und ich finde, gerade so ein Scheiß wie Verlinkung und Kanalbeschreibung gehören immer auf die erste Seite. Weil das sind die Sachen, die für den Kanal relevant sind. Die, die neuer Zuschauer sofort antreffen, finden und brauchen. Also die... jetzt hab ich mich verquatscht. Nee, die Sachen brauchen neuer Kanal, aber die muss ein neuer Zuschauer immer sofort finden, weil der braucht die. Fick dich, warum schreck ich zurück? Warum schreck ich überhaupt zurück? Wieso bist du schneller als ich, Alter? Du bist ein verficktes Despotar. Okay, du bist 5 Level höher, aber gibt dir nicht das Recht anzufangen. Ich glaube, der hat auch eine Flinkklaue drin, wo du Sinn ergeben hat, der meiner auch. Da hat sich jemand ähnliche Taktiken wie ich überlegt. Clevere Geschichte. Es wurde besiegt. Tschüss, du. Knallcharge, du. Ei, ja, ja. Entschuldigung, Kollege, aber das ganze Knicken Ariel ist total imba. Der Meerjungmann, ne? Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube oder wie sie heißen. So, Glurak, der dürfte schneller sein als ich, da könnte ich Probleme kriegen. Also, würde ich sagen, da lohnt sich doch mal endlich mal wieder eine Erholung. Oh, was macht denn der da jetzt? Es fliegt. Ja, Kollege, das ist ganz dumm. Gibst du mir nur Zeit. Lange, lange Zeit. Zu lange Zeit. So, er fängt an, kommt runter, macht eine Schlafrede da, kalkt drauf, problemlos antworten. Dann kriegt er nämlich eventuell einen Eisstrahl, der neutral wäre, oder einen sehr effektiven Surfer aufs Maul. Und da kommt ein Surfer, das könnte eventuell schon ein One-Hit-KO sein. Und damit auch das Finale besiegeln. Ariel hätte alles im Alleingang gemacht. Volltreffer, very effective, down, tschüss, so bist fertig, Kollege. Tja, Ariel ist episch, muss man sagen, ist schwer zu stoppen. Und ich weiß nicht, achso, was ich auch auf jeden Fall noch erwähnen wollte, auf dem neuen Banner, ja gut, ist halt nur ein Banner, ist halt kein Kanalhintergrund, ich finde aber trotzdem, ja, viele sagen, oh, da fehlt die Kreativität, habe ich am Anfang gar nicht so als so negativ empfunden, weil ich dachte, oh, na, wenn man den Banner einstellen kann, ich habe gesehen, der soll ja auf allen Geräten denn manuell einzustellen, also einzeln einzustellen zu sein, dass auch jeder immer optimal das Bild sieht, aber jetzt, nachdem ich selber die Einstellung machen kann, finde ich, das ist total beschissen und kompliziert gelöst. Man wählt sich ein Bild aus, ja, und davon sind dann die einzelnen Abschnitte des Bildes auf verschiedenen Systemen zu sehen, ja. Auf meinem Desktop zum Beispiel, was wahrscheinlich nicht eine größere Auflösung ist, als man den meisten Handys hat, da wird nur dieser mittlere Raum des Bildes gezeigt. Wenn du ein breites Tablet hast, wird dann halt noch ein bisschen mehr dazu angezeigt, die Ränder links und rechts. Und ein bisschen höher hochkant wird es dann noch, wenn du auf dem PC, auf dem Fernseher, nee, nicht auf dem PC, sondern auf dem Fernseher, muss man sich vor Augen halten, über den Fernseher ins Internet gehst und da die Let's Plays guckt. Aber mal ehrlich, jetzt frage ich euch mal, geht ihr da mit dem Fernsehen YouTube und guckt sich Let's Play-Videos an? Irgendeiner? Ich sage, ich hab mir, wisst ihr,
Eiermehl, ne? Meine Kanal-Hintergrund-Designerin hat sich an den Banner gesetzt und der sah total episch aus. Und ich hab mir gesagt, oh geil, das wird so episch und das sieht richtig fett aus. Und als ich den ausgewählt habe, zeigte man mir, ja, für Desktop-PC musst du den Bereich auswählen, den du sehen willst. Ja, der war aber so gemacht, dass mein Avatar da irgendwie nicht so richtig drauf zu sehen war. Dann war da kaum was drauf. Ich finde, das wäre viel besser, wenn man ein einzelnes Bild für jede also es gibt halt einen Bereich, der ist clean. Der ist noch ein bisschen breiter, also links und rechts noch ein Schnippel dazu. Und der auf dem TV ist dann komplett groß, da kannst du dann noch oben und unten noch ein bisschen was dranhängen. Das finde ich aber voll bescheuert, weil dann müsste man ja wirklich alle einzelnen Ebenen immer so genau betrachten. Ich finde, das ist total umständlich. Da würde ich lieber einen Banner machen, der ist dafür ausgelegt, für einen Fernseher zu machen. Einen Banner, der ist ausgelegt, dafür für ein Tablet zu funktionieren. Und einen Banner, der ist dafür gemacht, auf Desktops zu funktionieren. Ist ja nur egal, wie breit man die Auflösung hat. Meine Auflösung an meinem kleinen Krüppel-PC zum Beispiel ist genau die gleiche Auflösung, die manche mit ihren Hightech-Handys haben, ja. Das nimmt sich also in dem nicht das Geringste, muss ich ehrlich sagen. Deswegen save jetzt jemand mit Save-State und geht auf die Games, weil einer hat sich ein Game gewünscht und ich will noch ein bisschen weiter drüber lästern, aber von daher, ne, erstmal Wunsch von dem Legen lang, schon lange dabei. Nö, der Mega Mido, ich glaube 29, wenn ich die Zahl richtig gemerkt habe, ist ja auch schon lange dabei, ne? Und dachte ich, oh, cool, komm, machst du mal. Wie sehen das Bolz, wie sie zockst du doch gerne. Dann kannst du richtig schön die PCs trollen und abfacken und durchnatzen und fisten. Steck euch die Bälle so weit in den Arsch, bis alle Kugeln rund seid ihr. Wix, Beulen, hör auf mir, Bälle zu klauen. Du Pisser, du hast so ein Rad ab. Du Pisser, komm schon, gib mir Bälle. Didididid. Komm schon, nein, nein, du Mutti. Sag mal, was schmeckt denn der mit dem Ball hier rum, Mann, Alter, nein. Ha, ein Ballkrieg. Ey, sag mal, Einball könnt ihr mir echt mal. Ha, getrollololold. Ja, smacken, komm schon. Nein, jawohl. Und Rinne Stoop. Ich will die kleinen Pokébälle nicht auch kommen. Na doch. Wenn kein großer kommt, kann ich die auch nehmen. Oh, da ist einer. Den will ich haben. Den will ich haben, Mann. Den will ich haben, du Assi. Kacke, kacke, kacke. Alter Mann, hör auf mir Bälle zu klauen. Du Pisser, Alter, du stinkst. Komm schon, Mann, gib doch Speed. Yeah, geil, übelste Extra Points, geil, yeah. Abgenetzt und abgetrollt. So, das spielt noch ein Spiel, wo ich mich jetzt nicht vielleicht ganz so viel konzentrieren muss. Das Spiel geht jetzt einfach los, ihr könnt zugucken. Und ich werde mal da ein bisschen schimpfen. Ich hoffe, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht so recht ist. Aber ich muss das jetzt rauslassen. Das frustriert mich wirklich. Weil, ich weiß nicht, das ist so. Ich frage mich, warum macht YouTube so weit, ja? Jetzt müssen wir das mal analysieren. Ich bin ja dann manchmal jemand, der ein bisschen analysiert und so. YouTube will Geld. Nö, das ist ja normal, dass jeder so ein bisschen kapitalistisch denkt. Ich sag, ja gut, ich jetzt als Mini-Partner nur nicht, weil ob ich da jetzt nur 3 Cent oder 2 Cent kriege, ist natürlich keine reale Angelegenheit übrigens. Das ist ja nur Pillepalle, das ist ja nur voll egal. Das kümmert doch am Ende wirklich überhaupt keine Sau, oh Mann. Komm schon, Mann, geh aus dem Weg, du fette alte Sau. Lauf doch in deinen eigenen Wirbel. Komm schon, Mann, jetzt mach doch mal ein bisschen hinne. Jetzt spar ich mir Wolken. Und ich hänge auf allen. Mir fällt kein Reim drauf ein. Komm schon, Mann, jetzt gib doch Speed. Mach ein bisschen schneller, Mann. Oh, fuck. Oh, yeah. Erster. Und ich weiß nicht, mich stört das alles irgendwie so ein bisschen. Ja, die ganzen Kanalbeschreibungen und die Verlinkungen sind alle nach hinten gerückt irgendwie, wo sie keiner mehr findet. Beim Feed, da müsst ihr auf ein Häuschen klicken und da auf unten auf Feed klicken. Da seht ihr dann auch nochmal alle Videos und alle Aktivitäten von mir, die ich zugelassen habe. Bei mir sind ja nicht alle Aktivitäten drin. Eigentlich habe ich, glaube ich, nur die Uploads drin. Und wenn ich mal einen abonniere, weil ich das auch wichtig finde, wenn ich einen abonniere, dann könnt ihr das auch gerne sehen, weil ihr wisst, dass ich den gut finde. Und ihr findet den vielleicht dann auch gut, wenn ihr raufguckt. Finde ich all duft, aber dass ich jetzt hier, dass ich jetzt nicht legen die. Entschuldigung, wieso stoße ich jetzt hier auf? Ich will keinen Schluck auf, jetzt kriegen das ist schlecht. Dass ihr da nicht seht, wo ich überall einen Daumen hoch gebe oder so.
oder wo ich überall einen Comment poste, weil ich schreibe so viele Comments zurück auf Videos, da wäre total voll spammt, da würde man die Uploads gar nicht mehr finden. Genauso bei Daumen hoch, ich bin da ja recht aktiv, auch bei anderen Videos, da ich so, oh cool, ist cool, gibt's einen Daumen hoch, hab ich ja ganz lässig. Und ich weiß nicht, irgendwie, das ist halt irgendwie ein bisschen verkompliziert worden. Schön, dass die meisten Videos am Anfang in der Übersicht sind, aber es gibt auch dieses große vorgestellte Video nicht mehr, was man entweder auswählen kann oder das ist einfach immer automatisch das Neueste. Das geht jetzt weder für die Nicht-Zuschauer, weil da muss man sich immer wieder ins Auswählen, heißt, ich muss jedes Mal wegen neuen Video laden, eigentlich immer das neueste Video immer direkt auswählen. Das ist eine Scheißheidenarbeit und extrem einfach nur kompliziert gemacht, ja. Wer denkt sich sowas aus? Das ist so einfach nur geisteskrank. Ich weiß nicht, ich bin total beschissen irgendwie. Wer denkt sich sowas aus? Versteht nicht. Ja, YouTube, ne, jetzt analysieren wir mal weiter, habe ich ja schon angefangen, jetzt will ich es nochmal zu Ende bringen. Wir analysieren mal, ja, YouTube will Knete, ja, wir alle sind irgendwo, wir sind alle aufs Geld angewiesen in unserer kapitalistischen Gemeinschaft, das ist leider einfach mal so, muss man dann sagen, ohne Geld lebt die Kommunikation nicht, ohne Geld hätte ich keine, ja, Geld ist einfach auch schon dafür da, ohne Geld würdet ihr keine Videos sehen, ja, und wenn ihr kein Geld habt, dann würdet ihr kein PC haben, kein Internet, kein Arsch, dann wäre kein Name, Kirchenmaus, könnt ihr keine Let's Plays für euch machen, ja. Selbst das bisschen Geld, weil ich habe, ist ja gerade so genug dafür, dass ich irgendwie Let's Plays in, ja, doch, ich denke, oh ja, von der Qualität her, von der Bildqualität und von der Soundqualität gibt es natürlich Besseres durchaus, aber ich habe hier meine gute Kommentarqualität. Bilde ich mir jedenfalls ein, vielleicht überschätze ich mich da auch maßlos selbst, ich weiß es nicht. Aber, nee, Fakt ist einfach, dass ich auch Let's Plays bieten kann, die Leuten Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Und dafür ist eben ein bisschen Geld nötig. Ja, ist genau so, meistens sogar Konzerne noch mehr sind, einfach nur, ja. Die wollen Geld, die wollen für ihre Sachen, die sie leisten, einfach auch Knete halt. Ne? Weil so eine Riesenseite wie YouTube zu managen, ist auch bestimmt eine ganze Menge Arbeit. Kostet jede Menge Anstelle im Hintergrund, kann ich mir vorstellen, wird manche sogar die auch vielleicht vom Vordergrund beachten, ja. Aber das sind halt die Hintermänner, die YouTube, okay, manchmal auch ein bisschen fragwürdig am Laufen halten, ja. Manchmal gibt es natürlich auch YouTube, und wir wissen immer wieder, mal gibt es irgendwie YouTube-Bugs und so, und die gibt es auch immer wieder. Stattdessen werden jetzt hier neue Designs rausgebracht, wo dann irgendein Scheiß neu eingebracht wird, den keine Sau braucht. Die Bugs gibt es aber immer noch irgendwie total beschissen. Wer hat sich denn das überlegt? Der ist doch nicht gepflegt. Ein alter Stinkermann ist doch Mist. Alter, ich speedy übelst durch, Alter. Heavy. Ich bin einfach nur richtig schnell. Und quick. Bin gefallen. Haha. Pisser, pisser, pisser. Yeah. Ich bin einfach nur übelst mega schnell. Twam. Zap. Oh, jetzt läuft er wieder. Alter, der richtige. Oh, 24 Sekunden, Alter. Ich werde aber schneller. Richtig episch. Nee, also ich find's nicht so proppen, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich will jetzt hier mal ganz optimistisch sein. Achso, nee, ich bin schon wieder abgefallen. So, fangen das Ei, wie es ein bisschen was Lustiges. Heute mal ohne Singen, ist vielleicht für manche Ohren ganz glücklich an der Stelle, ne? Nee, alle wollen Geld verdienen, ne? Jetzt kommen wir mal dazu, alle wollen Geld verdienen, ne? Mehr oder weniger, irgendwie brauchen wir das Geld, aber leider alle. Ne, ist ja in der kapitalistischen Gemeinschaft ja leider so. Ohne Geld leben, ne, wir sind eben halt nicht bei den, weiß ich nicht, bei den Urmenschen, wo man einfach sich selbst alles geholt hat, da war man ja vollkommen autark, da war man nicht abhängig von irgendwelchen anderen Leuten, aber hat man halt einfach seine Viecher geschlachtet, sich zur Not auf seinem Haus ein eigenes Kartoffelbeet angebaut, das ist ja schon ein bisschen neu moderner, wenn man überhaupt sich ein Haus bauen konnte. Und an der Stelle frage ich mich ganz, ganz ernsthaft, ich sage, YouTube will Knete, aber macht gleichzeitig irgendwie ein neues Design, was ganz offenbar für mich jetzt ganz deutlich vermerkbar Views frisst. Vielleicht liegt es einfach daran, dass jetzt seit dem neuen Design vielleicht einfach nur die größeren Kanäle wirklich mehr promotet werden und dadurch mein Kanal jetzt einfach nur weniger Zulauf hat. Ich weiß ja, den Abonnenten werde ich sehr langfristig merken, weil mein monatliches Wachstum hat mittlerweile wieder meinen alten, also halbwegs alten Standard erreicht von knapp 60 Abonnenten im Monat. Das ist jetzt natürlich nicht viel im Vergleich zu anderen Kanälen. Das Almosen für mich ist und halt der Standard und ich finde es gut so. Könnte natürlich gerne mal mehr werden, aber im Vergleich mit anderen ist es halt nichts, aber das ist mir egal, wenn ich ehrlich bin. Oh, fuck. Och, nö. Och, wieso? Hä? Fraps ist einfach aufgegangen. Hä? What the fuck? Wieso das denn? Verstehe ich nicht. Leute, warte mal. Pass mal auf. Geht gleich weiter. Ich hab Pause gedrückt. Ich hab bestimmt jetzt ein Ei verloren. Ist doch voll kack. So, entschuldige die kleine Unterbrechung, da ist einfach Fraps irgendwie vom Hintergrund in den Vordergrund gesprungen und hat den Fullscreen einfach mal vernichtet. So, jetzt hat er natürlich eiskalt Eier verpasst hier. Das ist natürlich nicht so toll.
Mann, der PC ist ein Proll. Und ich frage mich, warum macht man Design? Also entweder wirklich, sie promoten nur die neuen Kanäle und die alten sind die kleinen, die so Newcomer sind, die aber natürlich verdienen die auch ihr Geld, wenn sie YouTube-Partner sind, aber die interessieren YouTube nicht, weil es die kleinen Zahlen, da guckt doch keine große Firma drauf. Ein Ei verpasst. Na, dafür, dass ich aber unterbrochen wurde, ist das gar nicht so schlecht. Habe ich schnell geschaltet. Mein Brain ist einfach nur awesome. Scheiße. Angeben ist echt kacke. Krass, sowas. Und ich frage mich echt oft, wenn die ganzen kleinen Kanäle nicht mehr promotet werden und am Ende die alle wirklich viel weniger Views kassieren und die oberen und all kriegen, ich frage mich wirklich, ob sie das wirklich auszahlt, auf die lange Frist zu sehen, weil irgendwo die kleinen Videomacher, die holen neue Nutzer ran, ja. Ich meine, ja klar, die großen YouTuber machen den Hauptteil, aber die kleinen YouTube sind da die Grundmasse der Menge. Meine, ohne die läuft da auch nichts mehr, weil das sind doch die, die letztlich am Ende weitererzählen, wo die Post abgeht, ja. Darauf wird's doch gemessen am Ende und boah, Alter, geil, episch. Oh, ein Ring, fuck. Ich frag mich, wie ich jetzt hier rüberkommen soll. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, geil. Ich hab eine richtig fette Kombo, die ich jetzt hier habe. Richtig episch. Ein Nintendo 64-Spiel kommt mir sehr gelegen jetzt, weil da krieg ich massig Kombo von. Alter, boah, richtig episch. Den bring ich jetzt erstmal weg hier. Oh, fuck. Ja, geil, schaff ich. Boah, stup, stup, stup. Boah, das bringt richtig episch Kombo-Geld. Sammelt mir ein paar Items weg. Mann, scheiße. Komm, gib mir doch Nintendo 64, das lohnt sich so heavy, Alter. Ist egal. Ich geh in Gameboy. Stup den noch ein. Chuck. Keine Nintendo 64 mehr gekommen. Aber das hat richtig gut Punkte gebracht, Alter. 5450. Gefistet, ihr Loser. Ihr seid aber kacke, Mann. Ich bin ja der geilste Postbote. Postboten, Eis, Wintervogel, was auch immer. Aber ich finde Botoko irgendwie cool, übrigens, muss ich sagen. So, jetzt haben wir fast jedes Minispiel durch. Dann Mike, oh mein Hass-Minispiel, Obstsalat. Bestimmt kommen jetzt die Voting Slay nicht so, ne, ich will Obstsalat sehen. Einfach nur, um mich zu trollen. Ich weiß nicht, ich frag mich, ob sich das für Google am Ende wirklich lohnt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass manche auch wirklich, deswegen sag einfach, das bringt doch auch nichts mehr, wenn du wirklich als 10er YouTuber dann gar nicht mehr zu melden hast oder wirklich nicht im geringsten mehr unterstützt wirst. Das Lustige ist natürlich, wurde am Anfang erstmal damit beworben, dass angeblich ja die kleineren YouTuber dann mehr Promotion kriegen. Am Ende sehe ich davon aber rein gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Ah, fuck off, blöder Wichser, hat er zweimal angetäuscht, dass er selten oder sowas macht. Aber gut, Gelb hat's eingestrichen. Ja, natürlich doof, wenn man dann Finte drückt, obwohl man eigentlich schneller gewesen wäre. Das ist natürlich Trollololol, ne? Haha, so, jetzt kann ich mich mit Grün um die Kacke kloppen, wenn hier in der fünften Runde kommt. Ich hab extra ein bisschen gewartet, weil ich mir schon so weit gedacht hab, irgendwann kommt doch mal ein Tanzer. So, jetzt geht's los hier. So, da kam er dicke zu spät. Alter, 27 B! Wenn ich damit nicht alle anderen getoppt hab. Kching, kching, gefistet, du gelbe Mutti. Haha, down. Und ich frag mich echt, das ist doch, also mir geht's jetzt gar nicht um die Kohle, muss ich, mir geht's um die Views, ja. Mir geht's darum, dass weniger Leute meine Videos sehen, dass ich vielleicht weniger. Ich hab mal jetzt die Analytics mit dem verglichen, weil ich auch schon auf dem neuen Kanal früher mal zustande gebracht habe. Da ging's ja teilweise, monatlich kann man dann in die Analytics so super an wirklich Daten rangucken, die man offensichtlich manchmal als YouTuber so über die Tage an Veränderungen einfach nicht bemerkt, weil so ganz langsame Verläufe von, ja, wenn einfach mal die Views langsam weniger werden, dann merkst du das als YouTuber gar nicht groß. Das merkst du nur, wenn du dir wirklich die Analytics durchguckst und deswegen meint ihr doch immer wieder mal. Und da fiel mir auf, dass ich früher zum Beispiel mal die 500 Kommentare und 500 Likes ungefähr pro Monat bekommen habe. Fand ich super wert eigentlich, muss ich sagen, für meine kleinen Abonnentenzahlen. Und mittlerweile sind das bloß nur 250 Kommentare und 300 Daumen hoch oder umgekehrt. Die Zahl, das weiß ich jetzt nicht mehr, ganz genau. Das ist schwer zum Teil vergessen. Die bei den ganzen Zahlen sind ja auch kein Wunder, echt. Und das finde ich ist eine ganz schöne Senkung. Gut, bei den Likes ist mir egal, weil die Daumen runter haben sie ja ohne erhöht. Von daher, pff, ist der Pillepalle. Das ist dir doch egal, wenn es verhältnismäßig so gleich bleibt, dann wirst du doch, dass du gut bist. Ne, das ist halt, was ich wissen muss. Aber die Kommentare fehlen mir halt, weil das ist ja das, was mich so ein bisschen antreibt an der Sache. Die Leute haben Interesse, die Leute fragen, die Leute lachen nicht aus, wenn es doch nur so was ist, ne. Aber am Ende ist das, wo man halt darauf antworten kann, das, womit man einfach
Ja, auch so ein bisschen, so, der, eigentlich, wenn man so will, neben Facebook und dem kleinen Chat und so, eigentlich der Hauptkontakt mit den Möglichkeiten mit Abonnenten. Und wie sie am Ende kurz mir das so ein bisschen alles weniger wird. Bei den Kommentaren, bei dem Rest. Ich hab schon überlegt, wenn man jetzt mal so ganz. Oh, ich hab immer zu oft gedrückt. Bin ich ein Otto oder was? Hm, ja, ich bin Otto, eindeutig. Ich bin nicht konzentriert, das ist mir aber auch scheißegal an der Stelle, muss ich ehrlich sagen. Und ich hätte so ein Infovideo draus machen können, aber das war mir einfach zu blöd, weil sieht ja eh keiner. Und ja, bing, bing, bing. Ja, klickert dann nach, ihr Assis. Das sind 10, ich hab richtig gezählt. Schnauzer, Mann. Bam, ihr fistet, ihr Assis. Oh, zeigt wieder maximale Points hier, neben Rot. Dick das, also nur die Einzelnen zählen, nicht die Dreier hier, ne? Das ist ja immer zu oft gedrückt, viel zu früh. Boah, gar nicht so einfach, die sind ganz schön schnell, die kleinen Biester. Ja, in der 10, oh, Rot hat richtig abgelost, deswegen heißt, ich habe jetzt die Punkte im Monopol. Aber nur knapp vor Grün und Gelb. Makago. Und, wisst ihr, ich erzähl's mal jetzt, ne? Wir hatten doch, ich hatte doch erzählt. Ich versuche zu konzentrieren, aber es ist voll kacke. Ich habe doch erzählt, dass für Nicht-Abonnenten gibt es immer noch das aktuellste Video. Oder sollte es noch ein Video geben, immer, mit dem man die Leute dazu anregen kann, zu animieren. Da habe ich gedacht, auch das ist so ein vorgestelltes Video wie vorher. 1, 2, 3. Ich glaube, ich habe schon viel zu oft gedrückt. Den mache ich vielleicht noch. Zehn mache ich vielleicht noch. Vom Gefühl her. Wird jetzt so viel ungefähr gewesen. Ich habe schon viel zu oft jetzt gedrückt. Ich habe überhaupt mir auch nicht konzentriert, muss ich ehrlich sagen. 27. Oh, ich habe viel zu wenig gezählt. 32, Alter. Ich habe noch viel zu wenig gedrückt. Richtig lame. Ja, gut, fail. Das ist mir aber egal. Ist halt das für Fun. Und wie das mit den Kommentaren schreibt, mich so ein bisschen, ich will auch keinen Zwing dazu schreiben, weil das finde ich auch wiederum albern. Ist einfach nur affig. Oh ja, los, Fußball! Pantimos Fußball, geil, episch! Und ja, ich weiß, der Part wird halt ein bisschen länger, aber komm, sitz doch mal so. Finale vom Meisterball, da kann man doch schon ein bisschen mal episch was dranhängen. Hebt mir Bälle! Boah, ich bin viel zu nah am Bildschirm. Alter, du Assi! Hast du was gegen Blau oder was? Oh, richtig getrollt, richtig im scheiß Winkel geschossen. Ja, getrollt! Ich muss Gelb in den zimmern. Ich zimmer immer automatisch. Ich zimmer immer Rot war drin. Immer Rot. Das ist so episch. Ja, durchgefistet und 5:0:0:1. Ist das episch oder was? Getrollt. Ja, Mann, das war eiskalt gewollt. So. Fehlen nur zwei, nee, drei, nee, Golberts Flatter war ja auch noch, war ja letzter Part, ne? Würde ich sagen, gehen wir chronologisch durch und dann beende ich den Part. Und an der Stelle, ich kann es euch nur sagen, ich hoffe, ihr guckt euch weiter schön die Videos an und so. Freue mich immer wieder über die Kommentare, hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch, weil wenn das jetzt wirklich noch schwerer wird für kleinere YouTuber und die wirklich nur noch auf die Großen immer wirklich schon, da steht doch wirklich rechts in der Liste immer abonnieren, 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 abonnieren. Du kannst jeden einzelnen abonnieren, ich weiß nicht, die wollen die wahrscheinlich so lange pushen, die ihren beliebtesten Videos und Abonnenten, bis sie wirklich YouTube eine goldene Nase verdienen oder sich Google im Endeffekt damit als Drahtzieher der ganzen Geschichte die goldene Nase verdient oder und die ganzen Kleinen wirklich untergehen lassen wollen, dann wisst ihr, da wäre wahrscheinlich nur dreimal so viel Unterstützung meiner Zuschauer benötigen, dass ich vielleicht irgendwann mal überhaupt nicht mal irgendeiner kennen, sag ich mal, muss ich so sagen, weil ja, verglichen mit anderen Let's Playern, ich wachse schlechter an Abonnenten, das ist so der Durchschnitt, den ich so mitbekommen habe. Ich habe so mal zwischendurch mal Let's Play mitbekommen, die sind ungefähr so zur Zeit wie ich Let's Player geworden, haben wir jetzt schon 2000 Abonnenten, während ich jetzt noch bei 600 stehe. Das schreibt mir auch rein gar nicht, weil wie gesagt, ich zocke nicht die neuesten Games und so. Bin ja auch vielleicht nicht so der klassische Let's Player, der vielleicht immer wirklich die meisten die meisten Promos kassiert. Manche haben auch einfach Kontakte und kriegen da über ihre verlinkten Kanäle dann einfach nur super Abonnenten. Oh, das ist in einem Netzwerk, wo viel promotet wird. Das kann natürlich auch sein. Also Kontakte macht's ja in der Let's Play-Welt so ein bisschen her. Ich schnipp's hier einfach nur wild durch die Gegend, ey. Überhaupt nix Kontrolle gerade. Oh, willst du wenig Punkte, Alter? Rot ist hier wild am Abbrocken hier. Ich hab 9 Punkte. Das ist ein schlechtes Ergebnis, Alter. Also ich find's nicht so proper, das kann alles sein. Ja, wieder viel zu spät geschlitzt hier. Ich pass nicht auf. Das merkt man aber auch.
Das ist alles voll für den Arsch. Hm. Ja, das ist super echt. Endschnitt, jo, der letzte Ritzer und dann McDowell, dann ist mein gesamtes Blut weg. Jetzt hier aber nochmal Info Skill. Jawohl, so geht's richtig, so mach ich's richtig. Aber ich glaube, damit bringt die anderen auch nicht ein. Ja, die haben nämlich auch 20 gekriegt. Ich bin wirklich die Letzte. Das ist auch schon mein Ehrenplatz, der Dritte. Ich kann's auf Pinsy hier schieben, ja, sichtlos epischer. Nee, Spaß, ich hab einfach nicht aufgepasst. War unkonzentriert. Das bin ich oder die nächsten Minispiele. Könnt ihr euch auch schwören. Capoeira-Kreise, so schon Beyblade. Ihr könnt jetzt hier einfach selbst ins Auskreisen, einfach nur weg vor Wut den Joystick in irgendeine Richtung Direction presseln. Naja, egal. Vergessen wir das. Ich kann es nicht anders als irgendwie mit schlechten Witzen zu übertünchen, weil es reiner Galgenhumor ist, echt. Das ist wirklich einfach reiner Galgenhumor. Oh, Flipper, Alter. Bin ich hier wirklich im Flipper, Alter. Übelste rausgekickt. Kick it out. Bam. Oh, du Fotze, Alter. Hör zu, rote Mutti, Alter. Nein. Oh, jetzt bin ich raus. Rotbau muss noch ein. Rotbau muss noch ein. Jawohl, geflippt und down, du Fotze. Yeah, Capoeira ist geil. Also, mein Capoeira ist geil. Also, wie schön. Gelb, rot, gelb, grün, gelb. Schön. Tolle Reihenfolge. Aber rot hat mich zweimal gefistet, die alle Potsau. Ich hoffe, ihr findet euch im Fanatzeug. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine PN. Da ist die Frage, wie geht denn sowas überhaupt? Ich weiß nicht mal, wie wir auf einem neuen Kanal designen und wie ihr eine Nachricht schreibt. Ist das schlecht, Alter? Das ist so. Alter, wie. Wisst ihr, nee, beim letzten Mal, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt so dazu analysiere, wirklich, denn ich muss ja mal irgendwann zum Abschluss kommen hier. Also, wie gesagt, irgendwelche Fragen habt, schreibt mir in die Comments. Ja, da findet das. Das Video findet ja auch keiner. Ha! Also, eigentlich wird man irgendwie ja nicht mehr gefunden. Ich heiße wieder Golboni, alt cool. Mal gucken, ob ich immer jetzt dieses Mal immer noch versage, ja. Ist Golbert echt so mein Versagerspiel? Ich meine, ich mag es jetzt nur nicht unbedingt. Weil ich irgendwie hab das Gefühl, ich ditche gegen die Gegner, ich verliere mal die Herzen. Deswegen halte ich mich zurück und warte, bis hier hinten und warte, ob er lange flattert kommt. Was sich aber keiner mehr holen will, weil er vorne mitditschen will. Frisst, gefrisselt. Oh, Gelb hat alle drei. Snackt sie jedes einzelne Herz ein, die Potsau. Ja, yeah, geil. Herz für mich. Geil, Mann, ist doch nicht für dich. Oh, schon halt zwei. Gelb muss mal gefrisselt werden, Alter. Hehe. 900, Gelb hat 9 Herzen, geil. Boah, geil. Herzspende, Herzspende. Ich hab mit Grün gleich viel, aber Grün kackt mächtig ab. Haha, geil, da ging's nochmal rüber. Gerade richtig viele Herzen. 11440. Okay, ich hab nicht alles gesagt. So, Leute, um zum Abschluss zu kommen. Ich hoffe einfach, wenn ihr Fragen habt, findet ihr das Video und könnt es in die Comments posten. Ihr könnt mir bei deinen Nachrichten schreiben. Ihr könnt mich vielleicht immer auch noch als Kontakte adden hier auf YouTube und so. Weil, das hat ja mit der Zeit irgendwie auch noch erlassen, das ist ja auch schwerer geworden. Früher konnte man das irgendwie einfacher machen. Wie, weiß ich schon gar nicht mehr, aber ich weiß, dass es einfacher war. Früher war halt ein bisschen easier, aber ich hab schon gedacht, bei dem letzten Kanal, die sind, kann halt eigentlich nur schlimmer werden. Und jetzt, wo ich das so sehe, kann nur schlimmer werden. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, ich meine, das ist doch noch nicht mal ein Jahr her, dass sie gewechselt wurde. Ich kann mir also vorstellen, dass dieses Design hier in ein paar Monaten vielleicht wieder total out und ausgelutscht sein wird, weil er selber, der ganze Scheiß, der hier aussieht, ist einfach nur eine Kopie von Google Plus. Aber scheiß drauf, wer benutzt schon Google Plus, Alter, wenn ich Social Network will, nehme ich irgendwie ins was, wo viele Socials drin sind, verstehst du, was ich meine? Ich nehme doch kein Social Network, wo vielleicht nur ein Social Pärchen drin ist, was soll denn der Rotz? Dann nehme ich entweder Facebook, wo ich weiß, dass viele Leute sind, wo ich weiß, dass ich auch viel geteilt werde und so. Übrigens, ne, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Comment schreiben und favorisieren und Daumen hoch geben und auf YouTube mit euren Freunden teilen. Oder jetzt auch mal diesen komischen View- und Abo-geilen Spaß hier rauszulassen, wie das manche andere so machen. Das ist einfach nur krank. Ja, Pichu, hey, oh Gott, wenn ich das sehe, dann ist ja alles schon wieder ein bisschen fröhlicher. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr unterstützt mich ja mal weiter. Meine Jutes sind weniger geworden insgesamt, aber das liegt doch wahrscheinlich einfach daran, dass vielleicht nicht die Saison dafür ist. Ich weiß es nicht.
Das liegt an so vielen Sachen. Vom Netzwerk zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, dass zum Beispiel Winter oder Herbst allgemein die besseren Zeiten für Let's Play sind, weil wahrscheinlich auch da ist kühler, da ist regnerischer, da sind die Leute mehr vom PC oder so. Im Sommer sitzen alle am Strand, ich werde auch wieder viel am Strand rumgammeln, weil das Wetter richtig heiß wird, Alter. Schräg mir das Fahrrad hier mit Freunden am Strand hier. An den schönen Helenesee in der Nähe. Kennt wahrscheinlich jetzt mit Sicherheit niemand an der Stelle hier, weil niemand in meiner Nähe wohnt. Ich meine, die meisten, wenn ich in die Kommentare oder so lese oder auch mal auf Facebook mal einen Standort rausfinde, immer aus Berlin oder München oder sonst wo. Und das ist ja nun nicht wirklich in meiner Nähe, ne? Muss man ehrlich mal sagen. Aber gut, ich höre jetzt auf zu schwafeln, Leute. Kurzum, ich hasse das neue Design irgendwie. Ich finde es nicht so toll irgendwie. Am Ende werde ich wahrscheinlich mich wieder mal dran gewöhnen. Man nimmt immer alles so hin, irgendwie, was YouTube so mit einem veranstaltet. Ist ja auch normal, das ist leider jetzt ja nicht anders, wirklich so eine Videoplattform, wo man einfach wirklich so viele Zuschauer hat. Aber sollte man irgendeiner Konkurrenz schmeißen, dann wird Google da ganz übel abmiesen. Also sollte einer von euch da wie eine Videoplattform kennen, wo man ebenfalls mal Zukunftsträume hat, wo ebenfalls so richtig... Also YouTube an sich ist ja nicht schlecht, muss man sagen. Können so viele Videos hochgeladen werden oder so, wie Speicherprobleme stehen. Ich überlege, Alter, wie viel Speicher auf YouTube hochgeladen werden muss. Das müssten doch Milliarden Terabyte sein. Das reicht wahrscheinlich ja nicht. Ich will ja nicht wissen, wie viel Speicher YouTube hat. Wahrscheinlich sieht man sogar. Obwohl, kann man bestimmt irgendwo einsehen. Oder liegt im Guinness-Buch der World Record Rekorde, Dings, ihr wisst schon. Aber am Ende frage ich mich, wenn irgendwann mal eine Konkurrenz für Videoplattformen kommt, dann wird Google mit YouTube sich so anstecken, weil die immer so eine Scheiße daraus machen. Im Endeffekt machen sie nur, wie sie ein Monopol momentan führen. Aber wenn irgendwann die Konkurrenz aufwacht und dann... Naja. Gibt's vielleicht Let's Plays irgendwann auf mein Video. Nee, Spaß weiter. Also, ich würde sagen, ich werde die Entwicklung mal beobachten, ich werde euch auf dem Laufenden halten, auf Facebook werdet ihr mal wieder mal einen Post von mir sehen zu dem Thema, ich habe jetzt schon gesagt, oh, ein paar Tage ist es soweit und so. Schlussendlich sage ich jetzt endlich mal, Kai als Maul! Und ja, damit macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und ciao!